Klasse, falsche Taste. Scheint auch mir der letzte zu sein, wenn ich mich nicht irre. Na gut. Nein. Zack, so. Das wollte ich. Kurz regenerieren. Und weiter geht's. Juhu, das war doch elegant. Vielleicht doch ein klein wenig zu auffällig, aber elegant. So, ab nach hier oben. Oder was? Was kommt jetzt? Oha. Alter, die ganze Stadt bricht hier auseinander. Krasser Schatten. Alter, was, wenn ich davon getroffen werde? Passiert nichts gut. Ich wollte gerade sagen. Nicht schlecht. Sah gut aus. Sah verflucht gut aus. Na, endlich. Ich dachte schon, da kommt er gar nicht mehr raus. C4! Kommt natürlich auch mit. So. Uiuiuiui. Da war ich doch eben noch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Allein schon! Wie arschig war das denn, bitte? So, Munition kann ich auch immer gebrauchen. Markierung. Das meine ich damit. Die hören mich nämlich gar nicht so. Ja, okay, die streut natürlich ganz anständig, aber... Naja, es geht, ne? Sie verzieht dafür praktisch gar nicht. Sie hat keinen Rückstoß so richtig. Ach du Scheiße, einer von der dicken Sorte hier. Oh, fuck. Da habe ich aber auch noch was gegen. Ach du Scheiße, der hat zwei C4-Ladungen überlebt. Whoa, fuck, ey. Weg! Alter Schwede, ey. Ja, die schlucken schon ganz anständig. Jawohl, das war's aber mit dem. Ja, ist ja nur einer. Ist ja nicht so, dass das jetzt zwei oder drei sind. Das wäre abartig. So, aber ich glaube, das kommt auch noch, dass da mehr als einer von auftaucht. Das war das. Alter, wenn ich hier jetzt runterfall, kann ich den ganzen Weg nochmal latschen. Ist ja auch blöd. Jawohl, der Abschnitt ist auch geschafft. Sehr gut, ich bin ruhig, falls jetzt irgendwie Video kommt. Ne? Die Musik ist gerade ein bisschen arschig. Okay. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Das Verteidigungsministerium will die Rawson-Flutbarriere sprengen und mit der Überschwemmung des unteren Teils der Stadt die Sev auslöschen. Wahrscheinlich ziehen sie diesen Wahnsinn trotz meiner Proteste durch. Und dann sollten sie nicht unter der Erde sein. Begeben Sie sich rasch zum Zentrum der Alien-Struktur, Alcatraz. Und dann raus. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, das scheint wohl an dem Video zu liegen. Da ich, scheint wohl an den neuen Einstellungen zu liegen, die ich bei Fraps benutze. Ist natürlich ein bisschen scheiße für die Videos. Sonst muss ich das immer bei den Videos umstellen, aber das ist auch kacke. Ich
guck gleich sonst nochmal in den Optionen, aber ansonsten unterbreche ich hier eben erstmal kurz wegen weil Laden oder hat das sogar so geschafft? Hey, die neuen Einstellungen Ich benutze bringen's. ungern billige Analog. So, ganz kurz hier Option. Grafik, Vollbild, ja, natürlich. Und V-Sync aktiviere ich auch mal. Dann sollte das passen. Ich unterbreche kurz die Aufnahme. So. Das Geht wär's. zur Fauna der Erde. Hauptsächlich, weil ich dann wie Nathan Gould klingen würde. Aber womit wir es hier zu tun haben, entspricht vermutlich ungefähr einem Insektenbau. Der Grad der Alien-Infizierung dieser Tunnel ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Finden Sie Reeves und seine Männer. Ich habe den Kontakt zu ihnen verloren, als sie das Luftbahnsystem betreten haben. Aber seien Sie vorsichtig. Sie müssen da in einem Stück wieder rauskommen. Okay, ich muss eben doch noch mal kurz unterbrechen, die Aufnahme. Bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder. Ja, gleich viel besser. So, Munitionsnachschub habe ich voll, Granaten habe ich auch voll. Was kommt jetzt? Hört sich an wie ein Zug. Alter, das ist sogar ein Zug. Bam! Alter Schwede. Interessant, dass noch Züge fahren. Und Gefahr. interessant, wie der da lang kam. Ist Gefahr. ja gut. Gefahr, Gefahr. So, hauen wir mal Nanovision. Nanovision Ich weiß zwar nicht, aktiviert. warum wir das aktivieren sollen, aber aktivieren wir es. Tarnfeld aktiviert. Ach Mann, was drücke ich denn hier immer? So. Ich würde mal sagen, wir erlösen den armen Alien hier. Der ist ja scheinbar total verwirrt. Oh ja, im Wasser mit einer Elektrowaffe ballern. Naja, okay. Wenn es kein Salzwasser ist, dürfte das kein Problem sein. Oh, da hat er mich bemerkt und schon hat er eine Kugel im Kopf. Armes Schwein. So, da sehen wir noch einen. Und da ist noch einer. Taktische Optionen Und da ist auch noch verfügbar. einer. Was denn? Kanten greifen, beobachten, okay. Erkunden. Naja, mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Ja, C4 hole ich jetzt nicht gegen die Standardgegner raus. Das werde ich noch mehr als genug nötig haben gegen die größeren Gegner. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. So, was haben wir denn hier drüben überhaupt? Ein Gang, okay, cool. Ja, Kollege, ich habe dich leider auf meiner Minimap. Das heißt, von hinten anschleichen ist nicht. Oh, mehr Gegner. Direkt auch erstmal markiert. Was ist denn das da für ein Kreis? Gastank, achso, ne, brauchen wir nicht. Haben wir nicht nötig. Ach, ich muss wieder zurück, was? MK60, nee. Ich bleib erstmal noch bei meinem Scharfschützengewehr. Ah, hast hier selbst zuzuschreiben, Junge. Selbst schuld, was? So. Boom! Jawohl. So muss das laufen. Genau so. Viel Spaß.
Och komm, ernsthaft? Achso, der versteckt sich da gar nicht hinter gut. Sein Glück. Wäre ja auch dämlich. Ah, verdammt. Scheiße! Der steht ja immer noch. Und dann ein Schuss ins Knie. Alter, der wird... So. Jetzt haben wir hier Ruhe. Jetzt kann ich mal gucken. Hier ist was. Hä? Ist hier noch jemand? Sieht nicht danach aus. Da hinten ist Munition. Ja. Ja. Da ist Munition. Gut. Da ist auch welche. Dann nehmen wir doch die. Ne? Immer schön hier. Volle Munition. Man kann ja nie wissen. So, wo geht's hier denn jetzt mal weiter? Hier, oh, reißen wir wieder da die Tür auf? Nee. Ganz vorsichtig? Ganz vorsichtig, tatsächlich. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Kontrollpunkt erreicht, das ist immer gut. Aber das ist nur so ein kleines Scheißvieh. Wollen wir wetten? Wusste ich's doch. Meine Männer. Ja, die sind tot. Der Kontakt abgebrochen. Klingt logisch. Ich hatte gehofft, nun wie auch immer. Der Krieg fordert eben Opfer. Oh, was haben wir hier? Die müssen wir alle bringen. Versuchen Sie, Ihre Scanner zu finden. Also, dann wir wenigstens vor dem gewarnt, was uns hier erwartet. Diese AY69 ist so eine Art Mini-Uzi. Ich finde die jetzt nicht ganz so klasse, deswegen lasse ich die mal noch liegen. Ich werde die auch noch spielen, aber erstmal bleibe ich jetzt bei der K-Volt. Da ich die einfach nur geil finde. So, die auch wieder so vorsichtig. Ach komm, da kannst du doch wohl. Ja, genau so. Genau so. So. Schauen wir doch gerade mal. Zack. Zack, 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 zack. Noch irgendwas? Da sind noch zwei. Gastank, Munition markiere ich mir da hinten. Taktische Optionen verfügbar. So, die Punkte lasse ich mir hier natürlich nicht entgehen. Das ist ja schon mal klar. Was sind das alles nur solche kleinen Pisser? Mitchell Reeves. Außer Tara Strickland war er der Beste, den ich hatte. Aufgrund des Feeds, den ich von Ihnen bekomme, würde ich sagen, der Sprungkreis nähert sich ruhenden Ebenen. Zerstöre die Sporenleitung. Betritt das Sporensilo. Okay. Mitten rein. In die Höhle des Löwen. Von mir aus. So. Haben wir hier die gesäubert. Was sollen wir hier machen? Sprengen mal wieder. Warnung. Explosion unmittelbar bevorsteht. Ja, ja, ja. Oh, eigentlich. Zack, ja, genau. Warnung! Na, geht doch. Ich dachte schon, da passiert gar nichts mehr. So, rein hier. Na, klingt aber nicht sicher. Jetzt müssen wir sie in die zentrale Struktur bringen. Anhand der Pläne, klasse, die Reeves und sein Team senden konnten, würde ich vorschlagen, sie sprengen eines der Röhrensiegel und verschaffen sich über den Riss Zugang. Okay, klingt gut. Nach Schwächen in der Struktur. Toll, was? Wie ein Korallenriff. Alter Schwede. Kann es da noch Zweifel geben, dass diese Kreaturen sich in einem Ozean entwickelt haben? Sabotiere die Sporenleitung. Stelle eine Verbindung zu den Sporenhallen her. Ah, da ist ein dicker Kollege. Da ist noch so ein Wohngestell. Da ist noch einer. Markiert. Da ist noch wer? Noch irgendwo was? Direkt unter mir im Prinzip.
Okay.